Moin Leute, Herbert hier, GamerTV, und wir stehen hier wieder in unserem wunderschönen Garten von unserem wunderschönen Haus und chillen jetzt eine ganze Folge lang auf dieser wunderschönen Liege. Hören dem Gezwitscher zu. Hören den Elektroautos zu, die keinen Sound von sich geben. Lassen es einfach mal chillen. Genug gechillt. Die Arbeit wartet. Sonst gibt's keine Eier. Was ist das? Wer hat hier seinen Abfall abgelegt? Ja, den finden wir auch noch, den Bösewicht. So. War noch das letzte Stück hier wegmachen, was ich in der letzten Folge vergessen habe wegzumachen. Einmal alles. Ah. Wunderbar. So, das legen wir mal ab. Einmal voll machen hier. Das haben wir dann auch. Ups. Hätte ich das Ding fast umgehauen. Wäre nicht so schön gewesen, aber naja. So, das Ding wäre schon mal relativ voll. Der hier ist noch am Säen. Raps, meines Wissens. Genau, Raps war es. Jetzt fahren wir das Gedöns hier weg. Und von dem Geld können wir uns dann sehr wahrscheinlich einen neuen Trecker leisten, damit der alte Scheiß hier wegkommt. So, jetzt mal gerade schauen. Wir haben Körner Mais können wir nur am Hafen abgeben für 2466 Euro die Tonne. 6 Tonnen haben wir. Ah, das ist ein bisschen. Morgen kommt der erste Regen in diesem Let's Play. Skype für unsere Community aufgebaut von mir ist GamerTV, also Gamer-TV. Und wer ein supergeiles Channel-Design für mich hätte oder erstellen könnte, wäre ich sehr glücklich drüber. Also es muss wirklich bombastisch sein. Also wirklich, dass man auf meinen Channel kommt und einem die Augen ausfallen an dieser Brillanz. Schaut euch mal in den großen Kanälen um und guckt mal nach, wie die das so haben. Und ja, wäre auf jeden Fall geil, wenn da so ein paar Vorschläge kommen. Beziehungsweise, wenn ihr einen kennt, der sowas machen kann, oder weiß der Teufel was. Na komm, das schaffen wir doch. Das haben wir immer geschafft hier. Das erste Mal, dass wir es nicht schaffen. Haha! Ich wollte gerade schon sagen, das wäre eine Katastrophe geworden. Hätte das jetzt nicht funktioniert. Wow. So, da alles geklappt. Ich hatte meine Zweifel an Bauer Joe hier, dass wir hier nicht drüber kommen.
ohne ein Korn zu verlieren. Ja, Gamescom ist noch nicht vorbei. Läuft ja nur einen Tag, also morgen. Hat sich auf jeden Fall im weitesten Sinne gelohnt. Die Warteschlangen waren einfach zu lange und da konnte man sich da auch wirklich nicht anstellen. Tja, so ist es. Erstmal entladen hier. Jetzt für ein Problem? Hallo? So, dann gucken wir mal, ob wir uns einen neuen Trecker kaufen können. Nein, 86.000. Oh. Ich hab keinen Bock mehr, in diesem verhurten alten Trecker-Ding hier durch die Gegend zu fahren. Das Ding ist die Hölle. Ich hab hier Vorfahrt, kleiner, ja. Sind Sie betrunken? Nö, ich fahr immer so. So, jetzt ohne Ladung da hoch, müsste viel einfacher gehen. Einer meinte, du willst dir wirklich einen größeren Grubber holen für 2 cm mehr? Ja, für 2 cm mehr hole ich mir einen größeren Grubber. Manche lassen sich operieren für 2 cm mehr. Warum sollte ich mir für 2 cm mehr nicht einfach einen Grubber holen? Die Abkürzung bringt es eigentlich voll nicht, habe ich so festgestellt. Wir sind eigentlich viel länger unterwegs. Wow, 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 wow. Na, wunderbar. Na, bin gut. Ich hab jetzt gedacht, das wird in einem Chaos enden oder so, aber das hat ganz gut funktioniert hier. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch auf den Landwirtschaftssimulator 2013. Den habe ich dem Astragon-Stand gesehen und war leicht. Wow. Allein die Grafik gefiel mir ganz gut. Das ist wieder gewachsen, wie ich gerade sehe. Oh, 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 oh. So, das heißt, wir können den hier. Wo können wir den schon mal abstellen, würde ich sagen. Diesmal klappt es aber einwandfrei. Komm. Like a boss. Wir sind lernfähig. So, hier brauchen wir die jetzt momentan am meisten. Ach ja. So, da vorne ist noch fleißig. Das heißt, und man sieht schon die ersten Fortschritte. In einem Dreieck angeweiht. Cool. Hat auf jeden Fall was. Moment, war das das Ding nicht, das zu schwer war? Ja, genau. Moment. Nein! Oh, nicht über das Feld hier. Ah, böse. Den können wir echt nur bewegen, wenn wir es eingesteckt haben, sonst machen wir einen auf Wheelie. Aber ist cool. Ich bin der erste Wheelie-Fahrer hier.
nächste Feld werden wir jetzt auch schon mal Kriegerer grubber mit einem Wheelie. Das müsste klappen eigentlich. Na, ich bin einfach mal positiv überrascht, dass das jetzt funktioniert. Es wird jetzt geil, wenn er das Ding hochhebt. Mal gucken, ob die KI da was macht. Jetzt wird's lustig. Und. Ist noch nicht am Ende. So, er hält an. Hebt das Ding hoch, der Train. Ich frage mich, wie viele Stunden er das jetzt macht. Es ist so episch. Es ist einfach zu geil. Ich glaube, der Kerl ist jetzt leicht verzweifelt. Jung, was los? Maschinerie zu schwer, du zu leicht, erzähl. Kurz warten, dann nach vorne fahren, sollte gesät werden, richtig? Jetzt machen wir mal kurz flott hier noch. So. Unser Kollege ist noch gut dabei, wie das aussieht. Aber es ist gut, dass man das Programm. Ja, verarschen tut man es ja eigentlich nicht. Zehnfach gesät hält besser, vielleicht kann man das Prinzip ja hier auch. Sorry, dass ich gerade so leise bin. Ich habe immer hinten den Trecker im Auge. Der uns momentan einfach nur Geld kostet. Keine Leistung vollbringt. Er könnte ja jetzt selbstständig zum Shop fahren, sich einen neuen Tracker kaufen. Natürlich nicht auf Firmenkosten, sondern eigenes Geld. Hatte das natürlich zu tun. Mit that shit. So. Ich komme ihn mal erlösen, glaube ich. Und so wie er da steht, wird es nichts mehr.
der Trecker ist sowas von mega unbrauchbar, das gibt's gar nicht. So, langsam ist es umsetzen. Zack. Der hier, der merkt das Gewicht gar nicht, aber auch nur weil da vorne noch ein paar Kilos dranhängen. So, du grubberst mir das jetzt erstmal schön. Du kommst mit. Ja, er grubbert es zwar schön, aber... Wieder so eine Lücke hier in der Mitte. Überbezahltes Fuckpersonal ist das hier. Viel zu teuer und dafür noch zu wenig wert. So, ich hoffe jetzt, dass das funktioniert, was ich vorhabe. Schon mal mit dem anderen Helfer hier. Den zu säen. Eigentlich müsste das ja funktionieren. Um Zeit zu sparen alleine schon. Das wäre mir schon genug wert, um Zeit zu sparen. Tatsächlich. So, und die fahren jetzt hier die Strecken ab. Ich hoffe, dass das alles gut geht. Nicht, dass einer verunglückt oder so. Das scheint doch gut zu funktionieren. Ja, das Punkt. Das funktioniert. Jetzt fahren wir schon mal die Gerätschaften dorthin. Für Raps war, glaube ich, das hier der richtige. Ich glaube ja. Hier auch Winter? Ja, fliegt der Fluss dann zu. Wäre auf jeden Fall geil. Was ist das hier für ein Lückenteppich? Oh Mann. Na, früher oder später füllen die Lücken sich auch und dann ist es dann nicht mehr so schlimm. Sieht bestimmt jetzt nur so schlimm aus. Hoffe ich. Mal kurz ausprobieren. Ja, gut, funktioniert. So, der steht dann schon mal nicht ganz bereit. Das hier scheint so zu funktionieren, wie ich es mir erhofft habe. Hauptsache, die kommen sich nicht in die Quere, das ist das ganz Wichtige dabei. So, dann würde ich sagen, wir haben einiges wieder geschafft hier in dem Part.
Ich hoffe, er hat euch gefallen. Macht einen Daumen hoch, wenn ja, einen Daumen runter, wenn nein, und gebt eine Begründung ab, wenn nicht. Gut, mein Name ist Herbert von GamerTV. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.